Herzlich willkommen zur Session Digitales Engagement, Risiko und Chance für lokale Engagementförderung mit Anne-Sophie Pahl, Laura Eder, Sulamit Fekel-Ebert und Ralf Baumgart. Und damit gebe ich auch schon offiziell an euch ab. Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ihr alle da seid und dass wir hier eine schöne Runde sind und heute gut diskutieren können zu dem Thema, ob das Risiko oder Chance ist für, ob das digitale Engagement Risiko oder Chance ist für die digitalen, für die lokalen Engagementförderer. Damit meinen wir auch vor allem die freiwilligen Agenturen, die ja vor Ort und lokal Engagement fördern. Und wir freuen uns aber auch, mit digitalen Organisationen gemeinsam zu diskutieren, inwieweit man hier auch zu Kooperationen zum Beispiel kommen kann. Organisiert haben die Session die Anne Pahl und ich. Anne Pahl ist so in Doppelfunktion da, einerseits für JUWO, aber auch für die BAGFA. Und sie erklärt euch jetzt noch kurz, um was es eigentlich beim digitalen Engagement geht. Genau, danke. Herzlich willkommen zu unserer Fishbowl hier. Genau, wir wollten, damit es kurz klar ist, über was wir heute hier diskutieren, nochmal transparent machen, was wir sprechen, wenn wir über digitales Engagement sprechen. Und zwar hat digitales Engagement, genau wie generell freiwilliges Engagement, findet freiwillig und unentgeltlich statt. Aber das Besondere ist eben, dass es mit digitalen Hilfsmitteln, also zum Beispiel über den Computer oder das Smartphone passiert und ortsunabhängig und zeitlich flexibel möglich ist. Und wir merken schon an diesen zwei Punkten, ortsunabhängig und zeitlich flexibel, dass es doch ein sehr großer Unterschied zu vielen anderen Engagementangeboten, vor allen Dingen im lokalen Kontexten, stattfindet. Genau. Ja. Und wie wir auf das Thema gekommen sind, also es gibt ja schon ganz viel im Bereich digitales Engagement. Es gibt viele Organisationen, die vermitteln und es gibt ganz viele tolle Projekte. Aber wir haben halt festgestellt, dass Freiwilligenagenturen teilweise noch so ein bisschen auf Distanz sind oder ein bisschen skeptisch sind, ob das eigentlich ihre Organisation auch weiterbringt, wenn sie da in Kooperation gehen oder auch selber digitale Engagementmöglichkeiten anbieten. Und so sind wir quasi auf das Thema gekommen. Und das finde ich jetzt total spannend, heute mit euch zu diskutieren. Grundsätzlich ist es so, hier bei der Fishbowl, wir haben quasi so ein Panel aus den Leuten, die jetzt hier angepinnt sind. Aber es ist auch offen zum Mitdiskutieren. Wir werden einmal so eine Anfangsrunde machen von denen, die jetzt hier dabei sind. Und dann stellen wir auch Fragen ins Plenum. Also alle Achtung, ihr werdet auch angesprochen werden und dürft dann gerne mitdiskutieren. Und ihr werdet dann auch angepinnt, sodass man euch im Großformat sieht. Und wenn ihr fertig seid, dann geht der Pin auch wieder weg. Genau. Anne, ich übergebe nochmal an dich. Achso, ja, genau. Also was uns eben wichtig ist, wir nehmen nur den ersten Teil auf, denn wir wollen gerne, dass es eine lebendige Diskussion ist. Also das Format der Fishbowl, ihr kennt das vielleicht von damals, aus dem analogen Raum sozusagen. Da ist immer sozusagen ein Platz leer vorne auf der Bühne. Und man kann sich dort hinsetzen und quasi mitdiskutieren, auf einem Panel teilnehmen. Also nicht nur kurz mal seine Meinung sagen oder eine Frage stellen, sondern man kann wirklich auch mitdiskutieren. Das kann man jetzt bei Zoom nicht ganz so gut abbilden, aber wir versuchen das jetzt einfach mal in den digitalen Raum zu übertragen. Also ihr könnt einfach dieses Handhebenzeichen nehmen, wenn ihr euch beteiligen wollt. Und dann werdet ihr auch mit gepinnt. Wir sagen euch dann Bescheid sozusagen, wenn diese kurze Vorstellungsrunde vorbei ist. Ab dann wird es auch nicht mehr aufgenommen und dann könnt ihr sozusagen mitdiskutieren, und ja, eure Haltung, eure Meinung hier dazu beitragen. Genau. Gut. Ich bin gerade noch ein bisschen traurig, weil eine Person uns leider fehlt in unserem Panel. Wir hatten noch die Nina Smailus dazu eingeladen. Das ist selbst eine digital Engagierte, die sich bei Youport engagiert. Vielleicht kommt sie ja noch dazu.
Dann würde ich sagen, wir starten direkt in unsere Diskussion. Und zwar geht die erste Frage an Sulamit. Sulamit, ihr habt ja auch gestern schon eure Plattform vorgestellt. Du arbeitest bei der Freiwilligen Agentur Halle und ihr habt eine Plattform speziell zu digitalem Engagement erstellt und entwickelt. Und die ist jetzt auch quasi, wird skaliert und geht bundesweit sozusagen. Und da ist die erste Frage an dich, wie sich aus deiner Sicht die Rolle der Freiwilligenagentur da auch ändert, wenn man digitales Engagement anbietet als Freiwilligenagentur? Genau, das ist eine gute Frage. Also generell denke ich, dass Freiwilligenagenturen oder Ehrenamtsbörsen und was es so für verschiedene Institutionen auch in dieser Richtung gibt, engagementvermittelnde Einrichtungen sozusagen, dass das einfach tolle Organisationen sind, um digitales Engagement auch voranzubringen, weil sie einfach die Leidenschaft ja mitbringen, generell Engagement zu fördern, Menschen ins Ehrenamt zu bringen. Sie sind gut vernetzt vor Ort und ich glaube, Freiwilligenagenturen sind auch einfach von ihrer Praxis her so, dass sie schon immer viel Neues auch auf den Weg gebracht haben und offen sind auch für Neues. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass viele Freiwilligenagenturen auch so ein bisschen aus einem anderen Selbstverständnis kommen, wo einfach so auch die persönliche Beratung eine große Rolle spielt, weil das ist einfach ein wichtiger Aspekt auch, der Ansatz zu sagen, okay, Interessierte können auch zu uns kommen, sie können sich beraten lassen, sie bekommen Informationen und auch Unterstützung, das richtige, passende Engagement zu finden. Und ich glaube, das ist auch nach wie vor eine ganz wichtige Rolle und Funktion von Freiwilligenagenturen. Die Erfahrung machen wir auch, dass das nach wie vor sehr nachgefragt ist. Aber es hat sich einfach in den letzten 2 Jahren ja ganz viel ins Digitale verlagert. Ne? Und das geht natürlich auch an Freiwilligenagenturen nicht vorbei. Und es ist unheimlich viel Neues auch schon auf den Weg gebracht worden. Und ich glaube, auch die Erwartung von engagementinteressierten Menschen hat sich damit auch so ein bisschen geändert, dass geschaut wird, wo finde ich denn ganz schnell, ganz unkompliziert und ohne große Hürden auch Informationen, wie kann ich schnell aktiv werden. Und ich glaube, einfach so ganz unterschiedliche Schritte zu gehen, das ist das, was sich auch für Freiwilligenagenturen geändert hat, neben dieser persönlichen Beratung anzubieten, einfach da flexibler zu werden, zu sagen, okay, das kann vielleicht auch eine Videoberatung sein, die nicht Vormittag um 11 stattfindet, sondern auch mal 19.30 Uhr, wo der freiwillige Interessierte schon auf dem Sofa zu Hause sitzt. Und aber ich glaube, ganz wichtig, einfach das, was im Netz zu finden ist, das in den Blick zu nehmen, dass Leute wirklich ganz schnell im Netz Informationen finden wollen, unkompliziert in Kontakt treten wollen mit Engagementangeboten und dass man da mehrgleisig fährt. Also da ganz viel transparent auch macht. Und das ist ein Prozess, wo Freiwilligenagenturen, glaube ich, auch mittendrin sind, wo sich ganz viel schon bewegt haben. Die haben das gleiche Ziel, Menschen ins Engagement zu bringen, aber es sind halt auch neue Wege gefragt. Und in diesem komplexen Vorhaben sind wir alle mittendrin, haben uns auf den Weg gemacht. Jetzt auch mit unserem Modellprojekt von der BAGFA, wo Freiwilligenagenturen eben dieses digitale Engagement auch fördern. Von daher ist es und bleibt es spannend auf jeden Fall. Dankeschön, Sulamit, super. Dann würde die nächste Frage schon an Ralf gehen. Ralf, du hast ja auch verschiedenste Ämter quasi im Bereich Engagement und Ehrenamt und bist heute aber als Themenpate für Citizen Science von der BAGFA mit dabei. Citizen Science heißt auch auf Deutsch Bürgerwissenschaften und findet nicht nur digital statt, aber viele Projekte im Bereich Citizen Science sind doch digitales Engagement. Und da wäre jetzt die Frage an dich, welche Rolle hier die Digitalisierung spielt bei Citizen Science? Ja, vielen Dank für die Frage, Laura. Also du hast gesagt, Citizen Science ist Bürgerforschung. Also es geht bei dem Thema ja darum, Menschen in unterschiedlichen Phasen von Forschungsprojekten zu beteiligen. Es geht insgesamt darum, ja mit mehr Menschen mehr Wissen zu schaffen, neues Wissen zu schaffen. Und es ist, wie du auch schon gesagt hast, kein Thema, was jetzt ursprünglich mal mit Digitalisierung begonnen hat, sondern das gibt es als Methode schon ziemlich lange. Ihr kennt vielleicht solche Projekte wie
die Stunde der Gartenvögel, so vom NABU, wo man einfach dokumentiert, welche Vögel da unterwegs sind. Aber es hat natürlich auch mit der Entwicklung der Digitalisierung dazu beigetragen, dass die Wege, wie man das Wissen generiert und wie man Menschen beteiligen kann, ganz enorm zugenommen, weil man viele Dinge mit seinem Smartphone machen kann. Ja, also den Stand der Apfelblüte dokumentieren oder Amselgesänge aufnehmen. So, von daher ist das einerseits ein Thema, was Citizen Science beflügelt hat und was ich spannend finde und weswegen ich auch versuche, dieses Thema in die Welt der Freiwilligenagenturen zu bringen, ist, es ist ja nochmal eine neue Form des Engagements, also gemeinsam mit anderen zu forschen. Und Sulamit hat ja gesagt, Freiwilligenagenturen sind offen und neugierig für neue Themen. Und deswegen finde ich dieses Thema Citizen Science auch so spannend. Und was ich merke, ist, Freiwilligenagenturen können da eine ganz interessante Rolle gegenüber anderen Akteuren einnehmen. Ja, weil viele von denjenigen, die da Forschungsprojekte aufsetzen und die dann Freiwillige suchen, die mit ihnen, die für sie Daten erheben, das ist es ja vielfach die Funktion von den Freiwilligen, die sind zwar gut in ihrem Thema und gut sicherlich in der Formulierung von ihren Forschungsfragestellungen, aber die haben wenig Ahnung von Freiwilligenmanagement. Und ich finde, diese Kooperation ist ja eigentlich eine, die viel Sinn macht, dass sozusagen Akteure aus unterschiedlichen Bereichen ihre Kompetenzen zusammenwerfen und dass die Freiwilligenagenturen halt jetzt in diesem Fall Citizen Science Projekte, ob digital oder nicht, mit denen ihr Wissen teilen und einfach so dafür sorgen, dass auch die Projekte und damit auch das Engagement besser wird oder leichter wird oder die Zugänge besser funktionieren. Ja, cool. Also du hast gleich die Kooperation auch mit den Freiwilligenagenturen angesprochen, also wie hier digitales Engagement in Citizen Science Projekten quasi auch eine tolle Möglichkeit für Freiwilligenagenturen sein könnte. Ja, super. Vielen Dank. Ich habe gesehen, dass jetzt doch die Nina Smailus noch dazu gekommen ist. Chris, ich würde dich bitten, dass du sie auch mit anpinnst. Hallo Nina, ich freue mich, dass du da bist. Und jetzt ist sie, glaube ich, gerade eingefroren. Wahrscheinlich hat sie Probleme mit dem Internet. Ich schmeiß kurz ein bisschen um. Eigentlich wäre die nächste Frage schon an die Nina gegangen. Aber dann nehme ich jetzt doch erstmal nochmal die Anne jetzt in Funktion als Mitarbeiterin und auch Entwicklerin von der Plattform Juvo. Anne, ihr vermittelt bei Juvo zwischen Organisationen und Menschen, die sich digital engagieren wollen, indem sie kreative Arbeiten ehrenamtlich machen. Und wir haben schon oft darüber gesprochen und du erzählst immer, wie auch die Organisationen, die digitale Ehrenamtliche bei sich einbinden, nochmal mehr über ihre eigene Organisation nachdenken müssen. Also was sind aus deiner Sicht so die Herausforderungen für die Organisationen, die zum ersten Mal digitale Ehrenamtliche bei sich einbinden oder digitale Engagementmöglichkeiten anbieten? Genau, also ich muss dazu sagen, wir arbeiten mit kleinen Organisationen, viel mit Vereinen zusammen. Genau, also mit Organisationen, gemeinnützigen Organisationen, die weniger als 10 Hauptamtliche haben und bei denen eben oft die Förderung relativ knapp ist oder wenn es überhaupt eine gibt. Viele von denen sind auch komplett ehrenamtlich unterwegs und viele von ihnen haben eben auch noch nicht so viel Erfahrung mit digitaler Zusammenarbeit oder auch mit so kreativer Zusammenarbeit. Das heißt, ich merke, so wie es einen ganz großen Wissenszuwachs gibt im Rahmen der digitalen Zusammenarbeit mit Kreativen, die sich engagieren in ihrer Organisation. Denn zuerst kommen die mal zu uns und haben so ein, wir brauchen einen Flyer oder wir brauchen Social Media, jemand soll uns helfen, so eine relativ konkrete Vorstellung davon. Und dann fragen wir halt immer erstmal, naja,
okay, wozu braucht ihr das denn? Wen wollt ihr denn erreichen? Wie hilft euch das denn in eurer Arbeit? Denn diese Fragestellungen sind sehr, sehr wichtig, beantwortet zu haben, um zum Beispiel etwas auszuschreiben. Also damit die Leute, die sich engagieren wollen, konkret eine Vorstellung davon bekommen, wie kann ich dieser Organisation weiterhelfen und wie wirkt auch meine Zusammenarbeit mit dieser Organisation. Denn das ist denen natürlich sehr, sehr wichtig, also den Engagierten, diese Selbstwirksamkeitserfahrung, über die wir immer sprechen, zu sehen, okay, ich habe hier was gemacht und ich habe sozusagen mich für den guten Zweck eingebracht und ich kann auch die Ergebnisse davon sozusagen sehen oder anfassen und das bringt auch jemandem wirklich was und ich habe jetzt nicht einfach nur ein bisschen Zeit vertüttelt. Mhm. Und genau, deswegen, das ist zum Beispiel so eine Herausforderung für manche Organisationen, erstmal so ganz konkret zu sagen, okay, warum brauchen wir etwas und wie hilft uns das in unserer Arbeit? Und dann ist natürlich auch noch eine andere Herausforderung, jemanden zum Beispiel auch so zeitlich flexibel einzubinden in die eigenen Strukturen. Also wenn ich sage mal, so Bürozeiten, das hast du schon vorhin angesprochen, oder Sulamit hat das vorhin schon angesprochen, feste Bürozeiten habe, sich jemand aber eigentlich immer quasi abends und am Wochenende nur für meine Organisation engagiert, wie kann ich diese Person irgendwie gut einbinden, wenn ich die gar nicht persönlich kennenlerne, das ist für manche auch eine Hemmschwelle, das hat sich so ein bisschen beruhigt jetzt in dieser digitalen Pandemiezeit, dass man da nicht mehr so eine große Hemmschwelle hat. Aber es geht auch viel darum, okay, wie kommunizieren wir denn miteinander? Denn im digitalen Raum müssen viele Dinge einfach sehr viel expliziter besprochen werden, als wenn man sich halt kennenlernt. Dann, wir kennen das alles, ne, mit irgendwie so, da zieht man halt mal die Augenbraue hoch oder so und weiß nicht genau, wer einen jetzt gerade gesehen hat im Zoom-Raum, dass man auf eine bestimmte Art und Weise reagiert hat. Das sind alles Sachen, die muss man einfach, da muss man so ein bisschen eine Routine mitbekommen und sich genau überlegen, aus der Perspektive der Person, die sich für mich engagiert, die eben mich nicht auf irgendeiner Veranstaltung zum Beispiel kennengelernt hat, sondern die mich im digitalen Raum quasi das erste Mal auf meine Organisation trifft. Was ist der erste Eindruck, den sie hat? Und wie motiviere ich die genau an dieser Stelle zu sagen, hey, komm zu uns, engagier dich bei uns, das ist ein sinnvolles Engagement, hier kannst du wirklich was bewegen. So, das sind so diese Kernfragen, die schnell eben auch in so eine Reflexion über die eigene Organisation münden, das, was wir immer wieder merken, dass Leute dann anfangen, irgendwie nochmal anders über ihre eigene Arbeit nachzudenken. Also wenn die bei uns zum Beispiel in ein Projekt ausschreiben, dann müssen sie mal in einem Satz sagen, was der sozusagen ihre Organisation tut. Und ihr denkt gar nicht, wie vielen Organisationen das wirklich schwerfällt, in einem Satz zu sagen, was sie machen. Weil die haben ganz viele verschiedene Projekte und so weiter. Genau, also da fängt es schon an sozusagen. Wie kann ich das sozusagen dieses Unwort snackable machen, also sozusagen, dass es funktioniert, dass man schnell versteht, um was geht's hier und wobei braucht die Organisation gerade Unterstützung. Und das ist ein sehr anderes Nachdenken über die eigene Arbeit, was wir immer wieder merken, dann wenn wir die Organisation über einen längeren Zeitraum begleiten, was eben auch so Strukturen verändern kann in der eigenen Organisation. Das finde ich deswegen sehr spannendes Potenzial, auch eben für die Organisationsentwicklung. Ja, das ist interessant. Also wie mache ich mich als eine Organisation, die quasi bisher eher analog gearbeitet hat, auch interessant für jemand von außen, der einfach digital dazukommt. Ja, total cool. Und das ist auch eine super Überleitung schon zu unserem nächsten Thema. Nina, ich würde jetzt an dich die Frage stellen. Super, dass es jetzt noch geklappt hat, dass du dabei bist. Nina Smailos ist 18 Jahre alt und engagiert sich bei Youport. Youport ist eine Peer-to-Peer-Beratung, also Jugendliche beraten Jugendliche zu verschiedensten Themen und zwar alles digital über E-Mail und auch über Messenger-Dienst. Und die Frage an dich wäre einfach, wie bist du da dazu gekommen? Also gerade so das Thema, was Anne auch gerade angesprochen hat, wie bist du auf Youport gestoßen und was hat dich dann motiviert, dich hier zu engagieren? Und was interessiert dich auch langfristig dabei zu sein und was findest du toll an dem digitalen Engagement? Das würde uns interessieren. Also das ist eine sehr gute Frage. Ich bin drauf gekommen, mich online beziehungsweise digital zu engagieren, indem ich die Plattform, also die Organisation Youport auf Instagram gefunden habe. Dort bieten sie nämlich an, beziehungsweise schalten Werbung und werben damit, dass sie einen Online-Scout ausbilden. Das heißt, also beziehungsweise eigentlich machen sie das in Hannover, aber dadurch, dass ich in der Corona-Zeit, während der Pandemie dazu gekommen bin,
wurde das alles, also es ist also online stattgefunden, aber das war trotzdem kein Problem, weil man hat mit allen Leuten, möglichen Leuten Kontakt gehabt und hat auch mit allgemein der ganzen Organisation ständig auf WhatsApp Kontakt und kommuniziert miteinander, hilft sich gegenseitig und es ist einfach viel einfacher mit den auch den Hilfesuchenden zu kommunizieren, auch von überall, ganz in Deutschland. Bei uns sind auch Scouts aus Hannover, aus München. Ich selber sitze in Hamburg, also befinde mich gerade in Hamburg und habe trotzdem die Möglichkeit, mit denen in Verbindung zu treten und wie gesagt von überall her zu helfen. Und was gefällt dir gut am digitalen Engagement? Also ich, wie gesagt, wie schon erwähnt, ich finde es gut, dass man mit überall, also dass man überall kommunizieren kann und wirklich jedem helfen kann. Bei uns in der Schule gibt es auch sozusagen die Möglichkeit, Leuten, die vor allem auch Online-Probleme haben, zu helfen. Aber die Möglichkeit wird nicht oft genutzt, weil viele Leute Angst haben, dass sie nicht anonym bleiben. Und das ist das Gute, wenn man, also bei YouTube, da ist nämlich alles 100% anonym, wir sind auch unter Synonym. Also ich habe zum Beispiel einen anderen Namen, also ich berate Leute unter einem anderen Namen als mein wirklicher Name. Und somit geben wir einfach die Sicherheit, dass die Informationen, die sie uns anvertrauen, auch bei uns bleiben. Selbstverständlich kann man, wenn man schon einmal Hilfe gesucht hat von genau einer Person, kann man dann nochmal beten, von genau der gleichen wieder beraten zu werden. Aber die Wahrscheinlichkeit, von derselben Person nochmal beraten zu werden, ist relativ gering. Da Youport auch allgemein sehr viele verschiedene Scouts besitzt, also ausgebildet hat und auch ständig ausbilden. Im Moment findet zum Beispiel eine neue Youport-Ausbildung statt, wo auch einige neue Leute dazukommen werden. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und das Gute finde ich auch, ich bin noch Schülerin, das heißt, ich habe einen strikten Zeitplan, aber trotzdem kann ich mir sozusagen die Zeit selber einteilen, wann ich Leute beraten möchte oder wann ich mich allgemein bei Youport engagieren will und inwieweit.